Okay. Dann gehen wir jetzt weiter hoch, ne? Okay. Ja. Okay. Oh, jetzt scheint feste Reihenfolge zu sein. Ja, jetzt haben wir feste Reihenfolge. Du bist als erstes dran mit deinem Hauptcharakter. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, wie ist jetzt überhaupt die Situation? Taktische Lage. Grüne ist wahrscheinlich ein Koop-Partner, ne? Ja. So, die beiden Lilanen sind deine. Ne, das sind NPCs. Ah ja, okay. Okay, ich kann ja gar nicht so weit gehen, ist eigentlich. So, jetzt habe ich noch eine Bonusaktion, dann muss ich mal ganz kurz gucken, wie das funktioniert. Achso, da kann ich so Aktionen wie eintauchen und achso, und Heiltrank. Achso. Ja, du hast ihn gestunt. Gut. Oh, sie. Was kann sie denn? Ach du Scheiße. Okay, Schild des Glaubens schützt eine Kreatur vor Angriffen. Lenkendes Geschoss. Angriffswurf gegen das Ziel ist im Vorteil. Das macht Schaden. Resistenz. Heilige Flamme macht auch Schaden. Ist so ein Bezauber. Zauber ein Humanoiden, damit er dich nicht angreift. Okay. Wunden verursachen. Göttliche Führung. Selbstverkleidung. Illusionszauber. Veränder all deine äußerlichen Merkmale auf magische Art. Okay. Machen wir das. 18 Meter. Zwei Züge. Ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ach, kannst du doch schon was machen? Ja. Ich warte. Okay, ich habe mir den nur durchgelesen. Okay. Schwaches Höllenschwein, hat aber nur noch ein Leben. Dann mache ich das jetzt nicht drauf. Komm, hier. Ja, Moment, aber du oh, schon tot. Ne? Ja, nur wenn zwei von uns gleichzeitig dran sind. Da war jetzt erst ein Gegner dazwischen, deswegen ging das nicht. Der angegriffen hat. Achso, okay, verstehe. Ja, okay. Achso, das kennst du alles noch von dem anderen Spiel wahrscheinlich, ne? Ja, so würde ich, ja. Deute ich halt so zumindest. Also meine ist jetzt auch durch, die kann auch nicht mehr. Und jetzt kann ich wieder nicht mit meiner eigentlichen angreifen, weil unser Koop-Partner noch dazwischen ist. Glaube ich. Machen wir mal Zug beenden, also ich bin fertig. Ja, genau. Jetzt ist er nämlich dran. Ah, okay, verstehe. Und dann kann ich jetzt mit meiner hier weitermachen. These boots have seen everything. So. Könntest du das? Sind die alle.
Du könntest das Höllenschwein töten. Vielleicht. Ich muss aber bei 720p gucken. Das Höllenschwein könnte ich töten, was? Ja, das Ding, was vor dir liegt. Du hast es ja nur bewusstlos geschlagen. Ach so. Warum wird mir das nicht angezeigt als Gegner? Okay. Ja, Moment, ich kann das plündern. Okay, dann muss ich wahrscheinlich eine Aktion aussuchen. Okay, macht Sinn. Ja. Mhm. So. Okay, jetzt mit ihr wieder. Achso, ja genau. Oh, Fehlschlag. Kann man da schon mal den Zug beenden? Konnte ich nicht gerade noch springen? Das Springen ist nicht mehr. Hä? Wohin willst du denn springen? Was bringt das denn? Generell wollte ich auch mal gucken, wie ich hier springen kann. Aber ich finde es nicht mehr, die Aktion. Vielleicht geht's im Kampf nicht. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Achso. Oder geht das nur einmal, so eine Bonusaktion? Das weiß ich nicht. Okay, interessant. Die Kreatur mit einem halben Schaden litten, so eine Kreatur mit ihrer Resistenzen zu sehen, okay. Aber wir sollen auch den Koppler verbinden, wir sollen gar nicht gegen den kämpfen, glaube ich. Den hat er wahrscheinlich so viel Leben, aber wir können ihn vielleicht auch töten, weiß ich nicht. Aber wenn sollten wir... Züge, ne? Ja, wir sollten aber auf jeden Fall vielleicht einen oben beim Koppler abstellen. Dass, falls wir das nicht klappt, dass wir dann im letzten Zug das Ding da oben betätigen können. Wo siehst du jetzt eigentlich den Koppler? Der ist halt ganz im Norden. Da ist auf der Karte so ein kleines Zeichen. Ach. Karte da oben, ach so, okay. Ich würde dann Schattenherz da hinten hinstellen, weil die ist Fernkämpferin. Die kann sich vielleicht daneben stellen und trotzdem noch den angreifen dann. Ja, kann man. Okay, und dann geht der Rest einfach so lang auf den Kommandanten und versuchen wir den down zu kriegen. Okay, dann versuche ich sie jetzt. Ich versuche ein bisschen nach rechts zu laufen. Ich will jetzt nicht, dass er sie kriegt. Okay. Ich drücke immer die falschen Tasten hier. Okay, machen wir noch den. Aufschlag.
ich jetzt mit dem dahin? Ich muss gestehen, ich habe die Minimap gar nicht gesehen gehabt. Okay. Deswegen habe ich mich auch so taktisch und klug platziert. Das ist doof. Oh, haben wir doch geschossen. Oh, Fehlschlag. Okay, Schattenherz. Wo ist das Ding denn? Das ist der Koppler. Okay, dann renne ich mit der weiter zurück. Oh. Aber da hinten kommen andere Gegner noch. Okay. Der hat schon einen Down gemacht wieder. Okay. Mhm. Kann ich den irgendwie... Ach so. Okay. 3 bis 8. Vorbereiten. Okay, ich glaube, das war es. Ja. Den sollten wir aber eigentlich down kriegen. Ja, denke ich auch. Ich guck mal, ob ich den... Mhm. Wo sehe ich denn, ob ich gegen einen Gegner im Vorteil bin? Wahrscheinlich nirgendwo. Weil wenn du hinter ihm stehst. Kann ich mal probieren. Er steht nur bedroht, ne? Okay, aber ich probiere es trotzdem. Fehlschlag. Ja. Oh, kritischer Fehlschlag, zum Glück. Okay. So, Schattenherz macht weiter, wo sie aufgehört hat. Die geht erstmal hier ein paar Meter nach oben. Und dann macht sie einen von den beiden fertig. So. Na, doof. Der ist ganz schön zäh, ne, mit den Rettungswürfen. Noch ein Onyx, sehr schön. Dann Zug beenden. Okay. Fehlschlag. Mann! Gut. Oh. Moment, hinter die Angriffe an, wenn es eine Verbündete ein Verbündeter. Ich weiß nicht, ob wir den Kampf schaffen können, weil hier sind schon wieder neue Champions. Ich konnte es nicht lesen, scheiße. Sind dann noch mehr Gegner, glaube ich, gekommen. Nee. Nee. Also wir haben 54 von 150, also ein Drittel sah schon... Ja, das mag sein, aber die anderen Gegner haben halt auch nur 6 oder 8 Leben, ne?
Aber hier sind. Aber hier oben sind schon wieder zwei Champions in der Leiste dazugekommen. Die mit 82 leben. Ich sehe die nur nicht. Also ich würde es probieren. Mach das doch mal fertig. Have to keep going. Also ich meine, wir haben 5 Runden gerade mal durch, ne? Und schon über 100 Schaden verursacht. Ja, wegen dem. Da, ja. Oh no. Ja, siehst du, da sind wieder 2 neue Gegner. Weil die schaffen wir zusätzlich nicht mehr in den Runden. Die kommen da rein durchs Tor. Okay. Ja, ich hab mal weggeschubst. At the ready. Fehlschlag, so ein Krampf. Was war das denn gerade? Haben wir irgendwelche Reaktionsschläge gemacht? Eine Frage. Okay. Der nächste hier unten zumindest down, aber. Okay, aber Schattenherz steht jetzt am Koppler. Und ich habe auch alle Gegner mit ihr down gemacht, die oben waren. Das heißt, wenn das eng werden sollte, kann ich da dann diesen. Ich denke, dass man nur einmal betätigen muss, zumindest. Hoffentlich.
one day. I'll catch a break. Mann, wieder Fehlschlag. Oh. No. Er ist tot. Er hat die ganze Zeit den Schaden für uns geschluckt und auch den meisten gemacht an ihm. Ja, aber das kriegen wir hin. Kommt doch mal, wie viel Schaden er bei uns macht. Er ist Level 8. Der Gedankenschinder war auch Level 8. Na gut. Ja. Ich drück den Knopf, oder? Weil der one-hittet alle unsere. Ja, kann man machen. Also ich geh einfach weg hier. Okay. Helms Alien Transponder. You made it in time. Ja, schade. Hab schon gut gegeben. Ja. Oh, man kann Heiltränke nach jemandem werfen. Weiß ich nicht, ich hab Ladebalken. Ja, ich auch, das steht unten in den Tipps. Hm. Naja. Ich glaube, da haben wir ein Tutorial geschafft. Ja, so gerade eben, ne? As you wake, the tadpole squirms in your skull.
Na, Verletzungen untersuchen. Ist er auch in einem Dialog, ja, ne? Nee. Also schon ein Erzählerdialog. Ja. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. So, da sind wir wieder. Warte. Nee, warte, warte. Ja, Gesundheit. Einmal was trinken gewesen. Ja, da wurde ich in den letzten Wochen sehr gut von geheilt. So. Ja, glücklicher. Ich glaube, wir sollten nach Norden gehen, weil da unsere Gruppentypen liegen, laut Karte. Ja, ich gucke mir gerade mal diese schöne Landschaft hier an. Ja. Also selbst auf niedrigen Detailstufen sieht die ganz nett aus. Ja, ist auch schön. Das stimmt. Gold, da ist Schattenherz. Bin im Dialog. Die aufwecken nach dem Artefakt greifen. Da will ich für sie aufwecken, oder? Das Artefakt werden wir bestimmt noch rauskriegen, wofür das ist. Nicht, dass sie dann irgendwie. Keine Ahnung, ob man da sonst Gruppenmitglieder verlieren kann oder so. Ich hatte gehofft, dass ihr das wisst. So. Ja, fragen wir mal, was da passiert ist. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Passiert? Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? Wie, was ist aus unserer Gis-Freundin geworden? Ja, das wird sie wahrscheinlich nicht so gern beantworten, aber guck mal. Vielleicht möchte sie reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Wir sollten nach ihr sehen, vielleicht ist sie verletzt oder Schlimmeres. Sollen wir mal fragen, wo wir sind oder dass wir nach ihr sehen sollen? Oh, entscheide ich jetzt noch. Okay. Nein, ich recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. Da hat sie recht. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Ja. Ich wollte. Nee. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Jo. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. Na, das war ich nicht, aber gerne. For you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Das war übrigens, das hast du jetzt manchmal in diesen Dialogen. Oben links stand jetzt gerade Schattenherz stimmt zu und so. Und das hast du dann ab und zu jetzt so, wenn du Entscheidungen triffst. Damit kannst du halt dann auch die Gruppenmitglieder teilweise, je nachdem wie die eingestellt sind, gegen dich aufbringen und so. Ah, okay. Und wir haben ein Level-Up mit unseren Charakteren. Ah, okay, ich sehe, genau. Ganz kurz gucken, wie das geht. Ah ja, Stufenaufstieg. Never a dull moment. Ah, da. Oh, das... Was sieht denn aber aus Komplexen auf? Barbarstufe 2, Gesundheit erhöht. Klassenmerkmale, jawohl. Sinn für Gefahr. Du spürst, wenn
die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Du bist bei Geschicklichkeitsrettungswürfen gegen Fallenzauber und Oberflächen im Vorteil. Du darfst allerdings nicht blind oder kampfunfähig sein. Aktion, rücksichtsloser Angriff. Bist du deinem nächsten Zug bei Angriffswürfen im Vorteil? Okay. Also noch Schattenherz, die hat auch ein Level up. Okay, kann ich denn noch mehr machen, außer nur annehmen? Ich gerade glaube ich auch nicht. Vielleicht kommt das dann so mit der Zeit, dass man jetzt... Oh, man kann irgendwann noch eine Klasse hinzufügen. Das habe ich gerade. Diese fortgeschrittene Funktion gestattet dir mächtige Kombinationen aus Klassen zusammenzustellen. Dies geschieht allerdings auf Kosten von Klassenmerkmalen höherer Stufen. Du kannst nur bei einer Klasse auf einmal einen Stufenaufstieg vollziehen. Okay. Dann breche ich das erstmal ab und bleib erstmal da, wo sie ist und mach das dann ein andermal. Ja. Nehme ich das erstmal so an. Okay. Moment, wieso steht immer noch bei mir Stufe 2? Bei Stufe 1 meine ich. Still alive, so that's progress. Achso, ich muss annehmen, okay. Mhm. What's hiding here? Eine Handtrommel. Ungeübt. Okay. Was ist, wenn sie da dran geht? Ungeübt. Wenn du hier an das Fass gehst und du die Trommel, aber nicht aufnehmen, aber die Trommel gehst, steht da mit Musikinstrumenten ungeübt oder bist du geübt? Was? Wo? Welche Trommel? Ja, hier in dem Holzfass. Ja, öffnen. Ja, nicht die Trommel wegnehmen, aber mal mit dem drüber gehen. Ach so. Handtrommel, bei mir steht... Ja, nichts steht hier. Ich kann sie aufnehmen. Ja, das könnte ich halt auch, aber wenn ich mit der Maus da drüber gehe, da steht halt im Umgang mit Musikinstrument ungeübt, weil es ein Musikinstrument ist. Ach, ich kann Tooltips ein- und ausschalten, okay. Jetzt sehe ich auch Tooltips endlich mal. Okay, auf dem Krieger nur noch mit Musikinstrumenten umgeübt, ja. Okay, dann nehme ich die. Jetzt, okay, jetzt habe ich endlich Tooltips. Sehr gut. Da ist ein Beutel. Da ist aber nichts drin. Ach, habe ich schon längst gelootet. Leichter Fischer. Oh, warte. You drink in ja. The pungent corpse. Since you awoke on the ship, your mind has been cold and empty, but something stirs. With your hands close to this body. You know nothing of why, but you find a half smile flittering across your face. Ach so. Okay. This feels like home. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. Konntest du den Dialog jetzt sehen? Ja, ich bin auf das Ohr wieder gegangen. Ach, man muss gar nicht dann zur Figur hingehen. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie anders machen kann. Jetzt nochmal ein Holzfass. Was sind da drin? Ein Fallenentschärfer-Werkzeug und eine Zange. Okay.
Ich guck mal auf die Map. Ja, gehen wir jetzt oben rechts lang oder oben links? Oder jetzt hier links erstmal weiter. Also links muss schon irgendwie in Himmelsrichtung sagen. Nach Osten oder nach Westen? Nordosten oder nach Westen? Ich würde sagen nach Nordosten eher, weil da Wasser ist. Und ich denke, vielleicht geht es da nicht weiter irgendwann. Okay, ja. Kann man über den Steg gehen und sowas. Ja, deswegen. Wir müssen ja auch noch deine Tante wiederfinden. Oh, Gold, Äpfel und Wasser. Schön. Und? Okay. Something the matter. Haltet ihr von allem, was uns widerfallen? Wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Ja. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Okay. I should hope not. Have you ever heard the people who want to talk about themselves? I'm doing you a favor. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Sehr schön. Ja, dann soll es erstmal reichen hier. Oh, Inventar. Werkzeug. Gold und Fisch. Wegpunkte. Du hast einen Wegpunkt entdeckt. Ab sofort kannst du an diesen Ort teleportieren, indem du ihn auf der Karte auswählst. Ach, der alte Siegelkreis hier. Ja, tatsächlich. Das sind Schnellreisepunkte. Okay. Alte Tür. Das scheint ein Dungeon eventuell zu sein. Ich denke, wir sollten jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir entweder wieder zu viert sind oder eventuell in eine Stadt gehen und da unsere Vierte wiederfinden oder so. Ich denke, ja. Oder? Ja, komm on. Okay. War denn von gerade, war das denn einen, die man am Anfang auswählen konnte? Ja. Ne? Genau wie meine. Ja. Konnte man. Ach so, das ist der Weg, wo wir rein sind. Okay. Ja, nicht los. Oh, ein Kampfbeginn. Ja, okay. Gegen Gehirn. Gegen Gehirne. Regeln bei erhöhte Position. Aha. Ja, wir sind ja von dir beide relativ weit weg.
Okay. Wie sieht das hier mit der Reichweite aus? Kannst du... Kann ich jetzt schon von bis da hinten hin ballern? Oh ja, kann ich. Machen wir mal. Oh. Sehr schön. Und gleichzeitig, was gibt's da noch? Ist eine Kreatur... Oh, da kann ich jemanden... Jo. Dann kannst du noch ein bisschen vorwärts laufen. Damit ich in Angriffsweite zum zweiten gleich bin. Ja, zu pennen. Ach, da ist ein dritter. Ey, lass ihn in Ruhe. Ah, perfekt. Okay, dann mache ich jetzt hier den. Easy, ne? Easy, easy. Ja, das ist jetzt wirklich easy. Okay, machen wir zu beenden. Ja, kann ich mit der endlich machen. Deine ist schon wieder so fast tot, kann das sein? Ich bin in Feuer reingelaufen. Ah, okay. Ich habe mich gewundert. Okay. Okay. Oh, warte mal, näher eventuell. Ja, kannst du doch, glaube ich, heilen. Konnte ich vorhin noch wieder auf. Ja, ich hab den, ich hab dich geheilt. Mit Schattenherz. Und dann kann sie trotzdem noch hier angreifen. Okay. Dann. Beenden. Und dann ist sie jetzt hier dran und ist tot. Ja. Ach, scheiße, ich kann das nicht schnell noch lesen. Gut, immerhin das Heilen bei dir hat geklappt. Das ist schon mal gut. Bist du da hoch gesprungen? Ja, da kann man hochgehen, sogar einfach nur. Oh, okay. Die sind beweglicher, die Charaktere, als ich das so dachte. Aber. Golden Rapier. Wie war es denn mit einer kurzen Rast? Rundenbasierten Lager- und Rastmenü, meinst du? Ja. Ich würde das mal gerne mal aus, weil ich sagte, vorhin, dass ich mich erheilen kann mit einer kurzen Rast. Ah, okay. Ach, hast du schon gemacht? Ja. Okay. Das gilt ja für alle anscheinend, ne? Mhm. Dann gehen wir mal hier hoch, mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ah, jo. Ätzende Knolle und ein Heiltrank. Warte mal, ich gehe jetzt mal ins Gruppenmenü. Und weil ich glaube, du hast... Tee. Wie kann ich das denn eventuell machen, dass ich nur... Ah, du hast auch drei Heiltränke, dann ist das ja easy. Dann muss ich dir ja keinen abgeben, dann habe ich genauso viele wie du. Okay. Hm. Ansonsten ist hier oben aber nichts, glaube ich. Ne? Dann können wir eigentlich den Hauptweg weiter vielleicht. Was habe ich jetzt gemacht?
Okay. Da ist eine Leiche zum Looten. Kannst du ja nehmen. Oh. Nach Norden oder hier links unten weiter gucken? Von mir kann nach Westen gehen. Okay. Also hier, ja? Ah, da ist deine Tante. Mein Bitch. Nee, das Astarion. Oh, der hässliche. Ja. Ja, du kannst ja trotzdem mal mit. Ah, du redest schon mit ihm. Harry, I've got one of those brain things cornered. Das geht so schnell weg alles. Ja. There. Can you see it? Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. Now, I saw you on the ship, didn't I? Nod? Ich hab ein Schiff gesehen, nicht wahr? Ach, da sehe ich jetzt sogar auch. Ah, okay. Jetzt sehe ich sogar in den Tooltips, was für Möglichkeiten da sind. Also 1 minus Stärke plus 2 Nahkampf. Aber wie funktioniert das jetzt? Würfeln ein D20 plus 1. Okay, ich würfel ein 20er plus 1, ja. Aber was muss ich erreichen für eine Zahl? Tja, das ist eine gute Frage. Oder ist der Würfel, da steht glaube ich ein 20 drauf, ist das die 20, die ich erreichen muss? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, das wäre schon übel, ne? Aber... Ich denke ja auch, also ich würde es uns einfach mal probieren. Ja, dann wissen wir ja wenigstens, was los ist. Genau, also da steht jetzt eine 20. Mhm. Boah, ist eine 14, aber... Du hast plus 1 insgesamt wegen Min. Ah, ja, macht Sinn, weil du hast minus 1 Stärke, aber plus 2 Nahkampf und deswegen ergibt das plus 1 im Gesamten. Macht ja Sinn. Ja, aber wie sehe ich denn vorher, wie schwierig das ist? Das sieht man vielleicht nicht. Das muss man dann wahrscheinlich riskieren. Weil sonst weißt du ja vorher immer, dass du gewinnst oder so. Dann brichst du immer ab, wenn du weißt, du verlierst oder so. Dann kommt das ja nie dazu, dass du was nimmst, was du vielleicht nicht schaffst. Das musst du dann halt vorher abwägen. Macht das nicht Sinn, dass da irgendwie steht, okay, das ist ein schwerer Wurf? Finde ich nicht, nö. Ich würde es doof finden. Weil wenn ich wüsste, dass, wenn ich wüsste, das ist ein Würfel mit 20 Zahlen und ich brauche eine 14, würde ich ja im Grunde fast immer ablehnen. Und würde es nie in die Gefahr kommen, dieses Würfeln zu verlieren. Ja, okay. Ich dachte, das wäre der Sinn, dass man vorher weiß. Okay. Na, vielleicht. Wow. Nicht schlecht. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin halt fähig, ne? You wretched little. Your mind twists. You're looking out of. So, wenn du den jetzt in unsere Gruppe an. Den. Willst du den in der Gruppe haben? Ich muss gerade eben die Texte lesen. Okay. The light, the fear. What was that? What's going on? Also ich mag den eigentlich nicht. Ich auch nicht. Ich würde das zweite nehmen. Ja. It's those tentacled monsters. Whatever they did, whatever they put in us, just created a connection. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think.
Einem scheint er auch mehr so Schurke zu sein wie du schon auch. Ich mache euch keinen Vorwurf, ich hatte auf eure gefreut, wie schön, dass wir uns freundlich gesonnen sind. Ich würde 4 nehmen. Wie du willst. Mach. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Ich würde 2 nehmen. Ah, du willst den aktiv vergraulen, ja? Ich würde gerne rollenspielmäßig spielen. Okay. Ich jetzt so als so Schurke so okay. Spielen würde. Okay. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Ich weiß, dass wir sie nicht in unseren Köpfen haben wollen. No. Of that much we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Warum? Oh, nee, das will ich nicht. Mm-mm. Aber ihr könnt euch in meinem Lager. Das könnte ja gehen. Vielleicht ist das irgendwie ein Gesprächspartner im Lager dann oder sowas in der Art. Keine Ahnung, ob man da irgendwas dann. Ja, probier aus. I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't a bad idea. Safety in numbers, after all. And I hate to turn down an invitation. All right. Maybe I'll see you there. Good luck. As he leaves, you're flooded with visions of a perfect, pretty corpse. Okay. Hervorragend. Vielleicht hätte sie doch einen Origin-Charakter nehmen sollen. Sollen wir vielleicht weiter nach Süden? Guck mal auf die Karte, wenn du. Ach, kannst du irgendwie auch eine Karte aufmachen? Ja. Sollen wir vielleicht nach Süden weiter? Das sieht sehr so nach Kreis aus, oder wollen wir nach Norden weiter? Ich hab so. Weil ja, Süden scheint noch so zum Strand zu gehen, ne? Vielleicht ist das. Ja. Ah, da ist auch der nächste gelbe Punkt. Der nächste optionale Partner von dir. Ach, der haut ab. Da bewegt sich der gelbe Punkt. Ach, das ist ein Schwein. Mit Tieren umgehen, kann ich das? Oh. Ja, Gott, jetzt muss ich wirken. Okay, Wildschwein. Brügen, die Hände heben. Okay. Mach ich das. Muss 10 würfeln und hab plus 3, ja? Ach komm, das wird schon. Das wird schon wieder so blamabel. Ja, komm. 7 reicht dir. Oh, und durch Schattenherz kann ich nochmal. Bonus 4 bis 7, ja? Und das ist nicht schaffst. Das wäre traurig. Ja, das wäre so traurig. Oh. Na gut. 1. Okay. 1. Das ist schon mal gut mit Schattenherz, dass die Würfe manipulieren kann, ist natürlich richtig gut noch. The ball grunts and eyes you warily with its beady eyes. Versuchen, das wird schon Schweigen näher zu locken. Keine Angst, ich tue dir nichts. Ich mach mal näher zu locken. Angreifen auf keinen Fall, aber vielleicht
the boar shuffles its trotters, unsure. Ach komm. Egal. Wir töten auf jeden Fall keine Schweine. Warum bin ich jetzt so am Leuchten? Weiß man das? Wahrscheinlich weiß man das irgendwann, ne? Aber. Ja, du hast die göttliche Führung. Ah, okay. Hier ist Balsam. Oh, ich habe Kräuter und Kraut gefunden. Balsamasche. Das ist schön. Rezept freigeschaltet. Okay. Sonst ist da nichts, ne? Ne, dann kommen wir wieder. Das heißt, wir müssen uns auch nach Kräutern umgucken. Wie in jedem vernünftigen Spiel. Ja. Ich weiß auch, wie nervig das bei Horizon Zero Dawn war. Holzkoffer verschlossen. Holzkiste da. Nehmen wir mal mit. Rezept freigeschaltet. Suspension aus Meergras. Okay, gut. Okay. Sublimat aus Belladonna. Okay. Sehr schön. Ja, ja. Gut am Sammeln, der Michael. Okay. Mhm. Ja, ansonsten haben wir hier noch was? Nee, glaube nicht. Wir könnten wieder nach Nordwesten. Hier waren wir in der Gegend, oder? Waren wir hier? Ja. Ja, ja. Mhm. Okay, dann kommen wir da wieder. Ach, das ist herrlich. Ich habe stabile 30 Bilder pro Sekunde. Da war das Wildschwein. Dann müssten wir jetzt nach Nordwesten, ne, wo wir schon auf dem Weg gerade waren. Nein, diesmal nicht ins Feuer laufen. Willst du das Gespräch führen oder soll ich? Kommt doch an. Auf was? Wenn ich den finde. Hier, da, der da liegt. Gott, sieht. Also ohne Witz, manchmal soll ich die Auflösung noch höher machen. Dann mach ich. Okay. Ich bin in der Nähe. Jo, bin drin. Monster. This is the thing. You could end its life here and now. If only you didn't feel compassion. Ja, weil das Ding in deinem Kopf von denen ist, wahrscheinlich. Das ist falsch zurücktreten. Nein, du solltest wütend sein, oder nicht? Ich würde prinzipiell 3 nehmen. Oder willst du was anderes nehmen? Ich weiß nicht. Ich finde es halt interessant, ob man da was herauskriegen kann, was die überhaupt wollen. Aber ich glaube, dafür sind wir eh zu früh. Ich will dir halt das Spiel nicht verderben, wenn ich irgendwie irgendwas kaputt mache oder sowas, ne? Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das so ein mega essentielles Ding ist. Wenn es da irgendwelche Optionen irgendwann gibt, dass uns das ganze Dorf hasst irgendwie und wir da nicht mehr einkaufen können oder so, das würde ich schlimmer finden. Also das ist jetzt eher so. You feel hate. Okay. No. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind. Forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Ich bin ja relativ intelligent. Moment, Tooltip. 1d20 plus 1, Details plus 1 von Intelligenz. Aber das macht doch keinen Sinn, dass ich jetzt echt nicht sehe, wie schwierig das ist. Aber ich probiere es einfach. Den, ja. Yo. What the fuck, ey? Kritischer Erfolg. Your mind's fuse, lusting for something that is gone.
But then its grip claws back with a vengeance. A vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive. And with your very body, you can provide. Dichte mir vor. Also ich würde prinzipiell das Ding nicht küssen. Nee. Okay. Ja, komm, das ist ja. Aha. Ja, den schaffen wir wieder nicht. Okay. Ah. Tja. Deine Dame scheint auch alles zu küssen, ne? Das ist ja. Around your head. And for the first time in your life, you're perfectly happy. Ah, guck mal. Kampf beginnen. Ach, ja gut. Ach, ich muss jetzt gegen das Vieh kämpfen und weil du da rumliegst. Weil ich tot bin, ja. Oh Gott. Okay. Mhm. Frage, das Vieh ist Level 5. Ja, aber dieser Kuss, der war halt unwiderstehlich, ne? Ja. Der ist atemberaubend gewesen. Ich glaube, ich belebe dich wieder. Ja, du lebst wieder. Oh, sehr gut. Musst du gleich nur vielleicht als erstes einen Halbtrank nehmen, weil du nur ein Leben gerade aktuell hast. Ich gehe ein bisschen mit dem auf Distanz mit ihr hier, da, weil die hat nur, die hat nicht so viel Leben und die zaubert dann vielleicht ab der nächsten Runde. Genau, ich will auch mal weggehen hier. Ja, du, ja und vielleicht, nein. Nein, nicht weggehen. Deine Gruppe wurde besiegt. Hä? Wieso wurde die Gruppe besiegt? Verstehe ich es nicht? Bist du noch da? Ja, wir müssen den Spielstand laden. Wieso wurde denn die Gruppe besiegt? Der hat einen AI-Angriff gemacht oder sowas. Okay. Okay, wir müssen öfter speichern. Wir müssen viel öfter speichern. Ja gut, ich denke mal, ich spiele das erste Mal dieses Spiel hier. Ich habe es mit dem Area, also mit dem Gelegenheitsangriff noch nicht im Kopf gehabt. Ah, du bist auch noch im Spiel, oder? Ich bin im Hauptmenü. Oh. Okay. Dann kriegst du noch eine Einladung wieder. Hast du? Ja. Mhm. Ah, okay. Mhm. Okay, bist du im Spiel? Nee, noch nicht 60% ist. Okay. Boah, ätzend. Ja, ich führe eben schon mal wieder das Gespräch mit Schattenherz. Ja, ja, mach ruhig. I remember the ship. I remember falling. No. First things first. We might have escaped, but we still have the. We need each other. And we both know what's at stake. One thing.
Ach so, jetzt so kann ich Konversationen beitreten. Okay, verstehe. Okay, so, jetzt haben wir hier wieder die Stufenaufstiege. Ich würde mir wünschen, dass das Spiel häufiger automatisch speichert. Ja gut, aber ich denke mal, das ist auch ein einmaliger Fehler, der passiert ist. Ich meine, jetzt habe ich auch das Tutorial hier, ein allgemeines Tutorial. Wenn du im Nahkampf Reichweite des Gegners verlässt. Ja, aber ist ja halt trotzdem blöd, weil sowas kann halt immer mal passieren irgendwie. Und wenn du dann jedes Mal eine halbe Stunde nochmal spielen musst. Speichere ich jetzt lieber ab und zu mal. So. Okay, das haben wir. Have a lot on my mind. And well, in it. Optionen. Wie kann man denn? Ja, muss man dann selber dran denken mit dem Speichern. Du kannst nicht sagen, speichere alle paar Minuten automatisch. Das ist sowieso auch toll, ne? Anstatt Dialog schließen, steht da aufgeben. Okay, ja. Okay, dann geht's jetzt hier hoch und dann sind wir ja wieder in dem Kampf drin. Vielleicht sollte man dann. Noch da? Ja, ich habe nur gerade wieder so einen Dialog. Wo ich wieder grinsen kann. Weil ich einen stinkenden Leichnam sehe. Oh. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. Okay, dann können wir ja hier jetzt eigentlich in den Kampf rein. Da sollte er jetzt wieder anfangen. Soll ich nicht übers Dings laufen. Okay. Das Feuer. Dämlichen Hirne. Okay. Can't slow down.
Ah, Schatten hat sich schon wieder dran. Also ist auch nicht. Nicht down. Was hat sie denn da? Nee. Hat da. Sehr schön. Da hinten hoch. Ach ja, ich habe noch gar keinen Level Up hier. Nix. Die Kräuter auch nicht, die hatten wir, haben wir schon. Noch Belladonna und Meergras. Chemie, ja. War der Balsam. Ja. Und wieder zurück. Ich spreche jetzt aber oft. Ja, zumindest, weil wir... Das wird jetzt auch irgendwann wieder weniger, aber nicht, dass, man das nochmal jetzt so machen muss. Ah, hier hast du wieder deinen Dialog. Schön. Oh, das ist blöd, weil du jetzt noch mal so gut würfeln musst. Ja, bin ich sowieso. In the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Ich sehe den gar nicht bei mir. Nicht? There. Can you see it? Sieht jetzt sehr weird aus. Siehst du echt nicht? Den Typ sehe ich nicht. Not if you want to keep that darling neck of yours. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Weird. Nochmal genau dasselbe. Nee, du hast eins besser gewürfelt als eben. You wretched little. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades. Das ist echt seltsam, die Figur. A light. Ja. Fear. Zum Glück habe ich die eben gesehen, sonst wüsste ich gar nicht, was jetzt abgeht. It's those tentacled monsters. Whatever they did, whatever they put in us, just created a connection. Oh, they took you too. I saw it during
whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Oh, nicht mal drei. I suppose it's not exactly common knowledge. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't a bad idea. Safety in numbers, after all. And I hate to turn down an invitation. All right. Maybe I'll see you there. Good luck. As he leaves, you're flooded with visions of a perfect, pretty corpse. Mhm. Okay, also jetzt kannst du gleich speichern am besten. Meinst du vor dem Wildschwein? Achso, nee, das Wildschwein ist auch noch, stimmt. Das Wildschwein speichere ich nicht, weil das so ein Ding, wenn ich Glück habe, ist so, jetzt ich würde halt nicht so lange laden, bis ich gewonnen habe oder so. Nee, das würde ich sowieso nicht machen. Okay, ja, vernünftig, cool. Mit Tieren umgehen. Obwohl, das habe ich ja eben auch gewonnen, das Würfeln. Es ging ja eher dann um danach, was ich gewählt habe. Ja. Schön. Ich probiere jetzt aber das erste Mal. The boar shuffles its trotters. No, okay, es haut trotzdem ab. Vielleicht geht's da mehr um das. Nee. Keine, wieso sollte ich den Wildschwein töten? Ja, ich hätte es töten sollen. Ich konnte ja auch die ganze Zeit Y drücken zum Töten. Ach so. Nee. Ja, ich spiele halt einen etwas zwielichtigen Charakter. Ja, aber nicht gegenüber Tieren. Gegenüber Tieren darf man das nicht machen. So. Jetzt. So. Ja, wollen wir das jetzt noch? Ja. Dann sind wir wenigstens. Dann würde ich machen, mal noch das und dann hören wir auf. Machen wir den Kampf, ne? Wenn das funktioniert. Wenn der Kampf, ja. Oder wolltest du den machen? Na, mach mal. Das war alles gut. Vielleicht gewinnst du ja diesmal. War ja auch viel Pech. Du hast halt eine 5 nicht geboten. Überboten. Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Sieht allgemein gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ja, der passt überhaupt nicht zu dem Spiel, finde ich. Er passt nicht auf den Kopf von ihr vielleicht, aber so eigentlich. Ja. Ziemlich, der ist halt so groß wie ihr Gesicht. Ha! Ja, nun. Hoffentlich tötet er dich nicht immer direkt. With a last surge of defiance, it slaps your efforts away. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Oh. Oh, und dass du das erste Überlegen hast, hast du wahrscheinlich Glück gehabt. Ja,
Ja, sehr gut. Immerhin besser ausgegangen als eben. Ja. Ein bisschen, ne? Kannst noch schön looten. Was will man mehr? Trank der Geschwindigkeit, wunderbar. So, mal gucken hier unten. Da waren wir ja, aber mal gucken, ob man hier noch irgendwas looten kann. Ich bin immer so bei den Spielen, ich weiß nicht, ob dich stört, so, da ich immer die Wege irgendwie so ablaufe, so dass ich wirklich nichts irgendwie vergessen habe oder so. Nö, ist alles gut. Okay. Du bist wieder durchs Feuer gelaufen. Ja, ein bisschen. Okay. Das scheint so dein Hobby in den Spielen zu sein. Ich merke schon, das ist okay. Dann gehen wir jetzt so nach Nordosten, ne? Also hier nördlich raus. So, alles andere haben wir erkundet, glaube ich, laut Karte. Ist noch ein toter Gedanke wahrscheinlich da? Heiltrank? Mhm. Ja, die Heiltränke sind für die immer durchs Feuer laufen, habe ich gehört. Ja, ja, ich brauche die. Oder ich brauche kleine Rasten. Hier ist irgendein... alter Siegelkreis. Oh, ich habe ein Gespräch begonnen. It looks slightly dangerous. Soll ich das berühren? Sei du. Boah, wenn das so ein... Na komm. Ich höre nur zu. Hm. Ich spiele ja auch... Oh. A hand? Anyone? Oh, das ist der Magier. Okay. Stärke, deine Hand aus so einem. Ja. Oh. Ja, komm. Boah, hier kann ich wieder Bonus. Kann ich das jedes Mal machen? Das ist ja mega. Hui. Hätte ich schon wieder verloren, wenn ich das nicht... Oh Mann. That's it. Go on. Keep pulling. Das ist dieser Gale oder so heißt der. Das ist der Hexen... Ist das der Hexenmeister? Ja, glaub schon, oder? Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better. Den schicken wir auch zum Lager, würde ich sagen, oder? Ja, können wir das mal machen, genau. Hm. Den schon, alles in Ordnung, euch furzisch. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell wir jetzt alle NPCs finden. Rein die Zeit vorkommende Abenteuer nicht zu finden, nicht sicher. Ich weiß nicht. Magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Nee. Trauen. Der hat im Vergleich zum ersten, da deiner eben ja echt nichts getan. Von daher, wie seid ihr in diesen Stein gelangt? Das ist halt ein Magier, so frage ich mal. Ich glaube nicht, dass ein Krieger Interesse an Magier-Dingen hat. Das ist ja unangenehm, okular und penetrant ausgesetzt. Fahrt fort, ich hätte selbst nicht widerwärtig schreiben können. Das geht mich wohl kaum etwas an. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. Yeah. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Nee, aber wir haben eine Klerikerin in der Gruppe. Uncannily adroit with a knitting needle. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Meine Hände taugen zu gröberen Aufgaben besser. Ich kann euch ein schnelles Ende anbieten, aber einen kann ich. Naja, machen wir mal nicht. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Danke, ich suche keine mehr. Nee, ne? Oder?
Nö. Are you certain? There might be danger around the next corner and... Ja, stimmt. Wir müssen eine... den passenden Weggefährten für dich noch finden. Das ist schwierig, du. Das ist schwierig. Ob wenn wir die eine wiederfinden oder diese Karlach, die geht ja auch eigentlich noch klar. Vielleicht kann man den... Aber der steht hier zur Not. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwo in der Nähe einen Kampf finden sollten, wo wir merken, wir schaffen ihn nicht, dann können wir ihn zumindest für einen Kampf mitnehmen. Oder so. Ja, ich bin übrigens inspiriert, warum auch immer. Ah, schön. So, jetzt habe ich gespeichert. Sollen wir dann vor heute hier Schluss machen? Ja, starten wir dann genau wieder hier? Sollte, ich habe jetzt gerade gespeichert nochmal. Sollen wir das mal ganz kurz mal testen, das würde mich interessieren. Ja, können wir gerne mal eben machen. Dann machen wir sonst hier an der Stelle beim nächsten Mal weiter.